So, Text. Anni, ihr habt mich voll rausgebracht jetzt. So, dann. Ich werde mich jetzt hinten an die zweite Eisen links geben, ne? Joa, ich werde hier jetzt Stangen fertig machen und Beton. No. Strom aus. Wer die Rechnung nicht bezahlt? Hängt ja schon. Mombox. Sorry, das Geld war nicht da. Geh zurück auf den Strich und verdien unser Geld. Okay, Papa. Senpai. Jetzt geht's richtig los. So, wo kann ich mir jetzt eigentlich Eisen klauen? Hier, ne? Überall. Ne, das Ding ist ja leer. Kisten halt. Oder du gehst an die Hubkiste, da dürfte auch was drin sein. Ey, Mumpox, du stehst im Weg. Dankeschön. Oh Gott. Ne, ich hab mir jetzt Roheisen geklaut, dann stelle ich gleich erstmal her. Da haben wir, da haben wir. Ah, hier sind Platten drin. Ich fange mal an mit der Base Building, dann können wir schon mal Foundations bauen. Ja. Base war welches? Schrauben? Noch eine Stange. Nee, Stangen wolltest du machen, Milestone oder was? Reached. You have unlocked several structures aim to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Nee, was ist denn Base? Ach so, das ist Fundamentbau. Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, weil ich jetzt hinten die Schrauben machen will dann. Dafür braucht man, glaube ich, Eisenstangen zum Schrauben machen. Ne, ich meine, für die Fundamente braucht man, glaube ich, nur Beton. Zement. Ja, ach so. Zement, na genug dran. Ich habe auch jede Menge. Wir brauchen hier nur einmal den Texas Chainsaw Massacre Fuzzi. Wir müssen jetzt hier ein bisschen die Bäume wegräumen. Ja, ich bin auf dem Weg. Einmal den Wald töten wird er. Wird sofort gemacht. Was heißt Sir? Yes, Sir! Yes, Sir! Yes! Was soll das? Platten habe ich. Was? Ich werde mal gucken, ob dieser eine. Oh ne, das hier ist Impure Kalkstein, ne? Da hole ich mir gleich die Pure Ader. Oh mein Gott. Daneben ist die Pure Ader. Wofür muss man eigentlich die Fundamente setzen? Es ist einfach angenehmer, um zu bauen, weil du alles auf einem Level hast und darauf halt auch aufbauen kannst, mehrere Stockwerke. Ach genau, aber du kannst nur die Stockwerke setzen, wenn du die Fundamente setzt, ne? Man könnte theoretisch unten auch auf den Boden setzen, das sieht dann aber halt einfach nicht schön aus. Ja. Na, wenn ich schon Fundamente habe, dann werde ich gleich mal anfangen damit zu bauen, ne? Ja. Nein! Ja, das ist cool, dann kann ich nämlich gleich die Produktionskette direkt dann da drauf setzen, ne? Ja. Okay, also wenn ja, du das schon nein, so. Ja, nein. Wenn du das schon so gerade hier hingesetzt hast, dann kann ich den Miner ja auch direkt schön gerade symmetrisch, ne? Perfektionist. Perfekt, ey. In einer Line. So. Line, was? Nein? Ach, ja. Nicht so laut, die bekommen das mit. Was? Ups. Die Zuschauer bekommen da noch mit, wenn ich. Soll ich das so rumbass? Ja, genau. Doch, Niki, wenn du deins jetzt da in die zweite Reihe ballerst, dann mache ich meinen in die erste Reihe hier. In die Richtung von dir. Ja, ich hätte jetzt hier vorne einen Container angesetzt. Ich meine hier. Wo,
Hier die Plattformen benutze ich dann für die eine Produktion. Dann haben wir. Wir haben mittlerweile auch Splitter. Genau, wenn du in die zweite Reihe gehst, dann ist das halt schön symmetrisch. Ja, nur bräuchte ich. Guck mal, mindestens 3 Smelter können durch eine. Ja, dann nimm du die da. Gamebohrer. Nimm du die ersten beiden. Dann werde ich einfach runter, südlich quasi bauen. Mhm. Ich glaube, bis hier hinten kommst du eh nicht. Ja, gucken. Okay. Baue ich auch 2. Zack. Zack. Betonproduktion dürfte gleich wieder laufen. Oh. Moment, ich hatte schon mal falsch. Passt schon. Ist doch wie tun und nicht zimmeln. Ich meine, ganz falsch bin ich nicht mehr, das kann ich. Recht mal, was kannst du? Gar nichts. Ja, du musst das eher auch rollen, wie so ein richtiger Deutsche. Gar nichts. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich wusste es. Geht natürlich nicht. Unser Strom hält uns was aus. Nö. Nein. Das ist nicht gut, weil ich brauche hier drüben sehr viel Strom. Nein. So, ich habe gesagt, ich mach Schrauben, ne? Ja. Du kannst ein Zweig von mir quasi mitbenutzen. Denn ich kümmere mich gerade erstmal nur um die Eisenproduktion und hier werden halt 3 Smelter die Eisen produzieren. Oder hast du da selber Eisen? Ah, du hast selber Eisen. Ne, was? Ja, lul. Ah, Eisen könnte man nie genug haben, hat irgendwer mal hier eben gesagt. Ja, genau. Aber ich bin gerade im Überlegen, ob ich eins davon wegmache. Haben wir echt nirgendwo sonst noch Kupfer? Nur den einen. Sehr weit weg. Alle macht dem Eisen. Ja, nee. Mach ich das, glaube ich, auch anders. Ich meine, wir kommen eh dorthin, dass wir noch mehr von den Eisendingern brauchen, weil ja irgendwann diese Stahlsachen noch dazukommen. Ja. Ja, klar, aber das ist ja noch eine Bärenmente. Ist richtig, aber dann... Kann man die Line zumindest schon mal hier stehen haben? Ich kann den ja so lange ausmachen, dann verbrauchen wir den Strom halt nicht. Wunderbar, jetzt habe ich die ganze Zeit einen Warnton. Du hast kaum noch Leben. Was? Du hast kaum noch Leben. Du hast kein Privatleben, was? 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 Privatleben, was ist das? Kenn ich nicht, habe ich noch nie von gehört. Und ich habe das Lager nicht dazwischen geschalten, ne? Brauche ich aber eigentlich nicht. Ja, egal. Nicht zwangsweise. Es passt halt nicht von der Länge her. Nur das Lager nicht zwischenschalten. Ja, das werde ich sowieso noch ausbauen. Oder wir, die Grundplattform. Mal schauen. Option. Konstrukteur haben wir ja schon, ne? Ja. Inwiefern? Die würde ich schon bauen können, meine ich. So, nein, ja. Lass das, was machst du? Are you doing? Get to the chopper. Now.
Also Leute, ich baue jetzt hier eine neue Produktionsstätte und ich sehe gerade, mir fehlt Kabel und große Eisenplatten. Und Ziel ist es jetzt mit der Produktionskette hier, Schrauben herzustellen und das dann sogar noch direkt weiter zu verarbeiten. Das ist so mein Ziel. Ich muss jetzt aber noch Kabel haben und ich habe Draht. Ich brauche diese dicken Eisenplatten. Genau, hier verstärkte Eisenplatte. Brauche ich dazu? Schrauben. Okay. Machen wir die mal. So ein paar Sachen muss man immer wieder per Hand auf jeden Fall nachbauen, damit man die vorrangig hat. Um in den nächsten Step reinzukommen. Wird man immer wieder selber Hand anlegen müssen, aber ich persönlich muss sagen, ich finde das Holz auch schön, ne? Sonst wäre es einfach zu langweilig. Wenn alles nur automatisiert laufen würde. Irgendjemand ruft den Tierschutz an. Ja. Wieder einer von denen. Wee-woo, wee-woo. Wee-woo, die Wee-Polizei. So. Sogar mit fancy Rampen hier. I'm so fancy. Aber ich glaube, fürs Erste lasse ich da einfach einen Container stehen. Ja. Gucken, dass das hier drauf passt. Ah. Das ist nicht so exzellent. Ich glaube 3 Abbaufuzzis. Und dann doch etwas zu lang. Nee, ich bin auch blöd. Wir haben noch kein Logistik 2, ne? Nein. Ich weiß schon, was hier nach rankommt, weil ich brauche schnellere Bales, sonst funktioniert die Betonproduktion nicht. Dann haben wir schon Spiel. Zumindest nicht auf höchster Effizienz. Ja. Und das wollen wir ja wohl alle. Nein. Effizienz, was ist das? Fängst hier an mit deinen komischen Zauberwörtern. Denkst du, wärst was Besseres, weil du bessere Wörter kennst. Ja, klar. Niki, welche Sachen willst du jetzt hier produzieren? Machst du dazwischen auch irgendwie Stangen? Könnte ich machen. Und dann könnte ich sie zu dir leiten, oder? Ja, weil dann könnten wir hier nämlich direkt Schrauben reinballern. Wenn du mir Stangen rüberleiten willst. Ja, also. Na klar. Dann machen wir das. Ja, nee, dann machen wir das. Weil, ist ja Quatsch. Wir haben ja drüben schon einmal Stangen am Laufen, ne? Mhm. Dann mache ich ein bisschen mehr Platz, dass wir einen Verteiler dazwischen ballern können. So. Sie machen Eisenplatten. Verbindet bis zu 3. Och, ist das schön, wenn wir hier irgendwann mal alles automatisiert haben. Oh ja. Nichts mehr per Hand machen, einfach nur irgendwo rangehen. Rohmaterialien und zusammenbasteln. Ja, ich muss sagen, ich finde das schön, dass du zwischendurch halt immer wieder aber Milestone selber Hand anlegen musst. Ja, trotzdem ist das manchmal bei so, was weiß ich, 300-400 Dateien ist man dann doch schon so. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Note, the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Aber gutes Durchhaltevermögen. Alles klar.
Die nächsten 65 Minuten. Guck mal, ich hab das sogar richtig geil ordentlich hingebaut hier. Zack. Mal gucken, ob ich die Ressourcen fertig hab, bis der Fuzzi wieder runterkommt. Oder alles in Ordnung haben. Ich hab ja gehört, wir haben Perfektionisten hier. Aha, nur. Nur. So, und die Frage ist, zu welchem muss ich's hinlenken? Überleg mal kurz. Ich mache hier gerade zwei Rods. Genau, aber welche davon macht dann die Stangen? Das würde dann hier hinterkommen. Achso, nee, doch, die beiden machen hier Stangen. Links und rechts macht Stangen. Okay, welchen willst du zu mir leiten? Oder welcher soll zu mir gehen? Ja, das kannst du dir aussuchen. Ich kann sie hier sonst auch merchen miteinander. Nee, das wäre zu viel. Einer allein macht schon genug. Dann machen wir den zum Äußersten. Machen wir den so. Ich leite den mal hier runter. Wollen wir hier nach außen, hier hin? So, das war am wenigsten Platz. So. Kann ich den hier direkt drehen? So. Wo bist denn du? Knick in der Optik? Alter, 600 Schrauben, 50 verstärkte Platten. So. Autsch. Wenn meine Mark 2 Belts das nicht wert sind. Perfekt. Perfekt. Muss ich den ganzen Kram hier noch an Saft anschließen? Perfekto. Dann macht er die Eisenstangen. Aber eins der nächsten Sachen, die wir erschließen sollten, sind wahrscheinlich wirklich einfach. Sag schon, Kohlepower. Ja gut, das kommt durch die Forschung. Das kriegst du erst, indem wir dieses ganz große Ding aufstellen. Die Weltraumlüftung. Ja. Was haben wir dafür schon? Also noch haben wir ja genug Biomass. Ja, klar, aber wenn wir jetzt anfangen, die ganzen Sachen, sowas wie verstärkte Eisenplatten hier zu automatisieren, da wird die Strom Doch, das ist geil. Das ist geil. Kann ich irgendwo bei dir an den Strom mich anklemmen hier? Da bist du schon voll. Nee, hier ist noch einer. Nee, ich hab noch einer, genau. Den hier. Ein Slot, genau, noch ein Slot ist frei. Ja, das war alles schon abgesprochen hier. War geplant, diese ganze Folge wird gar nicht erst aufgenommen, die ist komplett geplant, jetzt alles mit Roboter. Der einzelne Schritt ist geplant und vorgezeichnet. Auch Roboter haben Gefühle. Ja, nein. Computer sagt nein. Ja. Ich streike, setzt euch für Roboterrechte ein. Roboter für die Weltherrschaft. Roboter für die erledigt. Au. 100 weitere Stangen. So, ich warte auf den Moment, wo es wieder. Ah ja, genau, die wollte ich ja bauen. Die. Ach, das erinnert mich an Space Engineers. Warning, Ship Fuel Low. Ja. Alle 2 Sekunden, weil dein Fuel nicht auf 100% ist. Ja. Spaß. Oh, Spaß. Für Spaß, dass du Bock drauf bekommst, deinen Computer zu verprügeln. Man hat ja sonst nichts zu tun. Nee. Okay, jetzt habe ich hier aber irgendwie einen Hänger. Okay. Wo ist unser Biomass-Experte da? Ja, ich höre. Du hast ein paar neue Generatoren, die du füttern musst. Oh, sehr schön. 4 Stück. Währenddessen reiße ich die anderen beiden immer ab. Ja, es wird jetzt einmal kurz Biomass. Ja. Lass mich die doch erst voll machen. Ich hab hier was. Lexus, darf ich fragen, was dein Plan hier ist? Ja, ich hab einen Denkfehler gehabt. Ich brauch seine Rohre, glaube ich, gar nicht, oder? Hm. Ich brauch die Schmelze nicht. Du willst meine Rohre nicht? Doch, die Rohre will ich. Scheiße. Ich hab hier einen Denkfehler gehabt. Nee, ich will deine Rohre nicht. Oh. Okay,
das kann muss, ich die hier haben. Muss leider wieder weg. Jetzt bin ich schon ein bisschen gekränkt. Tut mir leid. Aber ich habe hier einen Denkfehler gehabt. Wir haben jetzt erstmal einen kleinen Energiepuffer. Auf jeden Fall. Das passt gerade gut, weil ich brauche gerade Eisenstangen. Okay. Die beiden Schätzeleins hier produzieren Eisenstangen. Ich habe ja immer noch meine Miniaturproduktion hier. So ineffektiv wie sie auch ist, sie funktioniert. Nicht schnell genug! Schneller! Warum baut er nicht? Hast du die Rezepte ausgewählt und alle mit Strom versorgt? Ja, Strom. Achso, ich glaube doch. Der hängt doch am Strom. Einer noch, jawoll. Boah, ja, ich bin gerade dabei, eine zu bauen. Exzellent. So lang schnapp ich mir mal ein bisschen ein. Okay, so, jetzt habe ich. Okay, also der Container hinten bei mir hat jetzt dann Schrauben immer drin. Nice. Und ich habe auch einen Verteiler hinten, dass wenn irgendwer noch Schrauben braucht irgendwo, kann er sich da quasi einen Abzweig dann machen. Woanders hin. Persönliche Aufbewahrungsbox. Nice. Special Mom. Ich brauch meine Mom. Deine Mom? Ach Gott, verstärkte Eisenplatten. Ich du sagst, du hast da Schrauben, ich brauch ein paar. Ja, Schrauben kann man tatsächlich nie genug haben. Da braucht man echt Unmengen von hinterher. Ja, eine verstärkte Eisenplatte braucht ja schon 12. Das hier wird Eisenplattenproduktion. Hier werden noch Eisenstangen produziert. Genau. Ich auch. Mach das halt genau so, dass das perfekt hinkommt mit dem Produktion von der Menge her. Dass wir keinen Überschuss haben oder keine Staus. Ich brauch Beton. Beton. Davon sollten wir eigentlich eine große Produktion haben. No. Ich kann nicht Deutsch, du weißt, was ich meine. Was? Also. Was? im Abi hatte ich einen deutschen Film. Ich kann es dir noch nicht sagen, ich bin noch dabei. Ah. Aber dafür hatte ich in Spanisch eine 3 und in Englisch eine 2. Du hast in Spanisch eine 3, ich will auch. Ja, also ich kann auch nur noch. Ich habe Spanisch eine 3, also. Ich kann noch Poedu y Albania por favor, das heißt, darf ich bitte auf Toilette gehen, und Una Silvester por favor, das heißt, ein Bier bitte. Das Wichtigste. Das, ja, das kennt er wieder. Das kennt er wieder. So. Plot Twist, ich mag kein Bier. Ich kann nichts dagegen sagen, ich habe noch nie Bier getrunken. Macht ihr schon irgendeine Eisenplatten? Ja. Ja, das ist gut, ja. Nee, du musst nur noch das Eisen anschließen. Okay. Ach,
der hier macht. Was habe ich denn gerade gemacht? I don't know. Ich nehme mir Eisenerz und wundere mich, warum ich keine Eisenplatten herstellen kann. Warum denn? Shit happens, but this shit. Kein Material mehr? Also, da kommt das Material, okay. Alles klar. Cool. Ja, nice, Logistik 2. Dann haben wir die schnelleren Bells. Ich habe noch ein bisschen Eisenplatten, die ich da reinhauen kann. Was Eisenplatten nicht haben. Auch die dicken nämlich. Und Lunch. Nice. Das ist upgrade. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. Ich bin jetzt ein Conveyor-Belt-Stack. Goyle. Ah! Das hat sich nicht nach einem Freudenschrei angehört. Also, können wir es vielleicht gleich so machen, dass wir immer mit den Stapelwaren Fördermassen bauen? Weil die sind echt schön. Kann man sehr schön aus, ja. Ist die Frage, wollen wir das? Ja, wollen wir. Ah, ich zieh sowieso gleich aus. Ich mach mich selbstständig. Ja, und den Boden ab jetzt noch. Ich zieh um. Gibt keinen Platz mehr, deswegen. Ja. So. Das. Ein Richter Rochen ist jetzt mein neuer Freund. So, Conveyor Belts Mark 2. Na, wie teuer sind sie? Brauchen wir verstärkte Eisenplatten? So passt das hier nicht. Wie machen wir? 120 Ressourcen. Oh nice, kommt perfekt hin. Nice. Sehr schön. So, jetzt haben wir endlich auch mal unser Forschungshub. Du hast doch hier auch übelst die Rohre am Start, ne? Die rechten zwei sind die Pipes oder die Rods und die anderen drei sind Stahlplatten. What the hell? Was hältst du hier so rum? Analyse von New recipe unlocked. New research available in the MAM. Ich brauch Kupfer. Ah, jetzt brauchen wir 3 bzw. 10 Stück von denen und dann können wir Analyse von Katerien. New resource added to the resource scanner. Aber hier Blütenblätter. Blütenblätter? Die sind glaube ich für Farbe. Ich habe in diesem Spiel noch nie Farbe benutzt. Yep. Die sind für Farbe, ja. Haben wir wirklich Helium? Nein. Nährstoffe haben wir noch. Ah. Komm ich da nicht rein? Ich krieg einen Freiraum. New object added to the object scanner. Nährstoffmischung? Bitte, was braucht man dafür? Was ist das, ein fucking Arc-Reaktor? Hm. Aber schön, dass der auch aus den Kisten zieht. Ja, Conveyor Belt Mark 2. Das sieht ja wunderbar aus. Ich merke schon, das wird nachher so messy. Oh ja.
4 Leute und jeder baut, was er gerade will. Hier werden überall Abzweigungen sein und richtig viel Conveyor Belts. Aha, Betonproduktion geboostet. Wuhu. Läuft. Kannst du das tragen? Aber das ist ja auch das Schwierige daran, im Koop-Modus mit 4 Leuten. Das ist quasi der Hard Mode. Wie komme ich da nicht rein? Was ist da für ein Scheiß? Was hab ich denn da gebaut? Du hast, glaube ich, genau. Wenn du hier mal rauf gehst, dann siehst du, dass hier die grünen Pfeile rauszeigen. Das heißt, du hast einen Splitter gebaut. Du möchtest aber einen Merger. Das sind die orangenen Pfeile, die da reinzeigen. Ja, wurde mir irgendwie nicht angezeigt, komischerweise. Dann. Merci. Muss ich den tauschen, ja. Mhm. Okay. Wir brauchen eine automatisierte Produktion von schweren Stahlplatten, das ist echt. Ja, dafür brauchen wir so eine Assembly Station, die aus 2-1 macht, aber die haben wir noch nicht. Ja. Aber das ist nicht schlimm, auf die Dinger zu warten. Das ist ist das nächste, was wir, das ist der nächste Meilenstein, der schon drin ist. Detailmontage. Ja, genau. Dafür können wir schon mal die Sachen zusammen. Er hat nur Power. Raumschiff kommt zurück und Crash. Warum hat der keine Power? 3-2-1, Schlagziel zerstört. Monster Kill. Eisenplatten, ja, bitte. Ja. Ich glaube, Mumpox ist kaputt. Warum? Da läuft bei mir dauerhaft gegen Bad gegen. Ja, das ist. Spack von diesem Spiel. Okay. Willkommen in Satisfaction. Hast du mir die Schrauben geklaut? Hat er. Hat er nicht gemacht. Ja, jetzt weißt du, wie es hier läuft. Ist so. Brauch mal irgendwie eine Leiter, damit ich hier mal einen Überblick finde, ey. Es gibt einen Turm. Wow, ich wollte gerade sagen, du kannst einen Turm bauen. Hau mal ein. Einfach mitten in die Factory kannst du alles überblicken. Natürlich, genau. Vom hohen Turm die Beine hochlegen. Ah, guck dir an, und wie die Sklaven arbeiten. Ach, hier hast du jetzt Zementproduktion gebaut? Für Zement. Genau. Wir müssen einfach ein paar mehr bauen. Ja, einfach. Damit man den Überblick nicht verliert. Viele so, wollten ja noch bauen, ey. Das ist viel zu viel. So, weiter geht's. Hopp. Weißt du was? Hopp. Den klaue ich mir, meinst du? Nein! Oh Mist! Wer hat den abgebaut? Ich will da auch hoch. Ich will da auch hoch. Nein! Ich hab's überlebt, ich hab's an die Leiter geschafft. Jo, das ist ja geil. Hallo! Ja. Aua! Hey, mach den wieder hin! Ich war das nicht! Kommen wir jetzt wieder ein? Wir sehen, was jetzt hier Phase ist. Ich muss mir auch mal einen Überblick verschaffen. Auf jeden Fall. Okay. Der Beton-Tower sagt Hallo. 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 Ich glaube... Bitte sagt mir, man kann auf dem Rochen bauen. Ich baue da 100 Pfund Tower drauf. Ja. Fallschaden? Jo. Ja. Existiert. Haben wir schon eine Produktion für die verstärkten Platten? Nein. Nee, geht noch nicht. Das ist gerade der Meilenstein, den wir erforschen. Okay, alles klar, weil... Nein, das war falsch. Goddammit, das war dumm. Ich brauche nämlich die verstärkten Dinger. Ich muss da hinten Lieferband Rang 2 machen, sonst kommt es nicht schnell genug rein. Habe ich schon gemacht. Wo? Also hier das zwischen dem Splitter, dem... und dem Container habe ich schon MK2 gemacht. Ah, perfekt. Damit das nachläuft, ne? Weil es geht nicht schnell genug rein. Genau, perfekt. Danke. Eben, dann kommen auch ab, zapp die Schrauben da rein, ey. Okay.
ein Erzförderer auf Mark 2 für 2 Diamanten. Ich muss mal gucken, was können wir denn noch bauen? Ich bin vielleicht schon wieder. Ja. What the fuck, lol? Er macht hier spontan die übelsten Teleportationen. Scheiße. Warpt sich dann spontan aus der Existenz. Was ist denn der nächste Meilenstein dann? Teilmontage, okay. Ah, hier kriegen wir nochmal ein paar. Also Schrauben kommen jetzt schnell nach. Also das läuft. Schon mal geil. Kann ich hier upgraden? Das ist schon Mark 2. Wollen wir hoffen, wenn wir den Schrauben zu klauen. Nee, ich hab keinen. Finger weg, sonst Finger ab. Finger ab, sonst Schockstab im Finger. Oh, Ansage. Ich wir dürfen das sagen, unsere Charaktere sind Frauen. Genau. Das ist nicht, nichts Verwerfliches. Ja. YouTube, wir sind lieb. YouTube, wir spielen nicht die Frau runter, wir spielen Frauen, wir dürfen das. Wir sind Frauen. Wait a second. Ab wann kam denn... Achso, Wasserproduktion ist ja dann auch nicht mehr so weit entfernt. Wir brauchen eigentlich hier gar kein Wasser, weil wir keine Kohle brauchen. Wieso brauchen wir keine Kohle? Also, keine, ich würde hier keine Kohlegeneratoren hinbauen, weil das meist nicht wirklich viel bringt. Ich würde die weiter wegbauen, ja. Ja, klar, weiter ich weg, ja. Weltraum mit Phase 1, ja, nachdem wir die Teilmontage haben. Hat denn jetzt eigentlich, wollte nicht eben einer von euch den großen Weltraumlift bauen? Ja, denn das wäre jetzt sehr sinnvoll, wenn wir uns nach der Teilmontage darauf konzentrieren. Ja, weil dann spare ich, ich habe viel Platz, dann spare ich jetzt da drauf. Ja, dann sammeln schon mal die Sachen zusammen. Ja, das waren 1500 Draht. Ja, die haben wir müssen da schon drauf. Spare ich da jetzt schon mal drauf. Bium, 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 bium. Er setzt schon wieder 1000 Sachen hier hin. Was passiert denn hier? Ja. Hat er alles weggenommen hier? Hat er alles weggesnackt? Die ganze Kuppe hat er weggesnackt. Oh Mann, ich hab grad einen Overbomb. Ich wollte es auf die Platte raufhauen. Ach, hier liegen die Boxen, ja. Cool. Genau, mein Inventar ist voll, deswegen liegt das alles auf dem Boden. Sauber. Hast du jetzt den Draht eingepackt? Ja, warte, wie viel brauchtest du? Ich kann dir auf jeden Fall schon mal 1000 geben. Jo, damit. Den Rest stelle ich mir so her. Ich kann dir 1500 geben. Boah. Guck dir den an, ey. So, dann. Erkannt. Kabel wahrscheinlich auch. Haben wir denn noch genug Strom? Ja. Wir haben 4 Generatoren jetzt da stehen, okay. Guck mal, hier drüben reicht eigentlich eine Schmelze für beide Schrauben rein. Ja. Ja. Die kann eigentlich weg. Soll ich den umbauen? Ja, du kannst das umbauen. Die Aussage ist weg. Assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note, project parts are too complex to produce by hand. Ja, bin ich auch kein Fan von. Damit hab ich mir jetzt nicht mehr selbst umgebracht, weil in dem Moment, als ich der Strom weg war. Platsch, ah, fuck. Ah, die. Einmal mit so. Ich auf YouTube bitte. Ah. Oh, Kurva. Sehr. Aber dann haben wir hier zumindest, also wenn noch mal irgendwer von euch auf die Idee kommt, wir müssen noch Eisen haben. Mein Eisentyp hier, ne, ist nur einmal angeschlossen. Also wir haben hier noch die Möglichkeit, 2 Schmelzen neben dran zu basteln, ne? Mhm. Also nicht noch mal neu irgendwo anfangen. Dann erstmal das nutzen. Ja, mal hier die Eisenquelle da hinten ist auch noch nicht voll ausgeschöpft. Welche? Die ich jetzt genutzt habe. Warte. Ich habe da bis jetzt 3 Schmelzer dran und da können 4 Schmelzer rein. Ja. Gut, dann nutzen wir die erstmal, bevor wir da irgendwie wieder einen Miner hinsetzen. Das ist ja Quatsch. Ja. Oh. I need concrete.
Hat okay, wer noch? Dann mal zur Produktion gehen. Hat wer noch auswendig im Kopf, was ich brauchte, außer die 1500 Kupfer? Noch 1500 Draht, 400 Eisenstangen, 250 Eisenplatten und 500 Beton. Die Platten könnte ich dir geben. Ja. Platten habe ich auch fast 1000. Hier. Wie viele brauchen wir? 500. 250 Platten. So. Was ist das denn, Jon? Okay, hab ich. Ein Rotor. Dann... Genau, ja. Rotor ist das nächste große, ja. Meilenstein? Ach, kommt noch nicht. Wie baut man denn bitte schön einen Rotor? Lassen wir jetzt erst das Space Elevator. Ja, yeah, der Lift. Rotor. Aus Eisenstangen und Schrauben. Okay, ich brauch Stangen. Rotor? Ja. Haben wir. Das ist das, was du dann, so was als nächstes eigentlich dann ziemlich oft gebraucht wird. Von, also von der dritten, das ist T3, ne? Also T3-Produktion. Die braucht man dann relativ oft, deswegen habe ich auch schon zweimal Schrauben gemacht. Weil du, für T3 brauchst du ziemlich viele Schrauben. Ich guck mal, dass es ein Meer wird. Brauchen wir mal kurz einen Ausgang von den Schrauben. Kleiner böser Dieb. Und das deine Mütter wüsste. Mütter. Lass deine Mutter wüsste. Deine Mütter. Man weiß nicht, ne? Man weiß ja. Ja, gut. Hat noch wer 80 Beton einstecken? No. Komm her. Ist nichts mehr drin, ich bin da ab das schon leer. Da bist du, bleib stehen. Namen sieht man so schlecht, das ist ein bisschen, ne? Weil alles so hell ist. Ja, schön. Wenn man oben am Kompass guckt, sieht 80 Stück, bitteschön. Danke, ist so. Ja, sauber. Reicht. Ich denke, ich bin hier gerade am Bauen, ey, und dabei bist du das. Ja. Klaut einer meiner Schrauben. Ja. Ey. Unmöglich. Wahnsinn. Ja, doch. Die klauen unsere Jobs. Sieh, da können wir die verstärkten Eisenplatten dann laufen lassen, oder was? Ja, das war der Plan. Ich muss jetzt nur irgendwie... Oder Rotor. Ne, das war für verstärkte Platten. Oh. Aber willst du das nicht irgendwie mal so bauen, dass du hier nicht die halbe Fläche belegst mit dem Laufband? Ich kann das denn hochbauen. Du kannst das einfach schön bauen. Das gibt einen Einlauf. Das ist, nee. Freund, ne? Also, so aber nicht hier. Ich seh schon kaum. Die guten Satisfactory kriege. Guck dir das mal, Alter. Das ist schief im Turm von Pisa, ey. Alter, noch so ein Ding und du kannst hier ausziehen. Wir wollen ja noch was dazwischen hauen, das ist das. Das heißt, das muss alles ein bisschen... Was machst du denn hier? Nach System. Was ist denn das hier für, vor mir? Warum ist hier eine Werkstatt vor mir? Die habe ich da just for fun hingebaut. Ich brauchte gerade irgendwie eine Werkbank. Okay, weg damit. Genau, setz das mal dahin, das ist doch gut. Das ist doch gut.
Ja, kannst du den direkt da verbinden eigentlich, ja, ne? Hast du den falsch rumgebaut? Ne, ich brauche ja den Schraubeneingang in den, deswegen habe ich den so rumgebaut, dass die so reinkommen. Ja, okay. Das sieht jetzt mal einigermaßen vernünftig aus, hast du gut gemacht. Ich nehme auch eher nur der Plan, ob mein Plan überhaupt aufgeht. Ich habe gesagt, du sollst dir einen Keks. Aber weißt du, was ich gemeint habe, ist, du hättest auch den Weg hier direkt, ne, den hier, ja, nehmen stimmt. können, da reinballern können, ne? Dann hättest du direkt eine von den Schrauben halt als Haupt, als Haupt genommen. Oh shit. Also, wir sind bei einer Stromproduktion von 270. Aber vor Stromproduktion, ich finde, ich ist ein bisschen im Weg. Ich klatsch die mal, ich mach so einen kleinen Stromturm. Stromturm, ja. Stromturm? Turmstrom. Ja. Was? Saturn? Ach, du willst hier einen Turm hinbauen und dann ganz viele Strommäste da drauf, oder was? Ja, so ein Gebäude. Mal gucken. Ich lass mir irgendwas einfallen. Dass es halt nicht in der Factory im Weg ist. Cool, ja. Ja. Was haben wir hier schon mal? Du machst jetzt verstärkte Eisenplatten. Warum nimmst du keine Schrauben an, weil du keinen Strom hast? Ich hab da, glaube ich, noch freie Slots oder so. Muss mal gucken. Keine Kabel. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich baue dir da Strom dran. Select. Ausnahmsweise, weil du dir jetzt doch Mühe gegeben hast. Oh. Er ist so gnädig. Ne? Manchmal kann ich auch nett sein. Das hab ich nicht ganz verstanden jetzt. Entschuldigung, das wurde bei mir falsch an. Naja, das geht. Du hängst doch schon am Strom jetzt. Ich hab's gemacht. Finger weg hier. Ich steck meine Finger rein, da wo ich. Okay. Gott. Okay. Jetzt wird echt cheesy hier. Also, jeder kann hier machen, was er möchte, aber mein Bloch bleibt ungereinfasst. Ungereinfasst. Ich hol gleich eine Kittensäge. Deutsch 10 von 10. Auf jeden Fall.